der Lovelock hate, obwohl ich den hasse, dann lass ich auch die Werbung. Oha, Digga. Bro, ey, ich würde Cynic gerne jetzt einfach mal so in den Arm nehmen, Bruder. Komm, Bro, leg mal deinen lockigen Kopf auf meine Schultern, Bruder. Das war meine allererste Reaction, die ich dann halt auch gedreht habe. Guck mal, Digga, wie ich einen Marvin California geprägt habe. Ey, macht Spaß, ja, so Sachen reinzuziehen, wo Leute über mich reden. Und das muss ich jetzt hier gerade rücken an der Stelle. Ich finde sowas halt ein bisschen heuchlerisch, ja. Er war am Anfang, wollte er erstmal so hier alpha-mäßig auf Plustern. Alpha-Gorilla-Name. Ja. Plustern, man. Das, was ich nicht... War die Mucke noch an oder was? Ach krass, die Mucke war noch an. Ich küsse euer Herz, Freunde. Ich war beim Friseur gerade, meine Haare geschnitten. Jetzt habe ich gedacht, spontan Stream anschmeißen. Der Bardo hat mir ein Video zugeschickt von Cynic und Marvin California, wie die beiden Schlawiner mal wieder über mich geredet haben. Langsam habe ich das Gefühl, dass ich die beiden Brüder auf jeden Fall krass geprägt habe. Immer mal wieder, haben die das Bedürfnis, ihren Senf zu mir abzugeben. Und ich lasse es mir natürlich nicht nehmen, auch meinen Senf zurück abzugeben quasi. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe nur 30 Sekunden von dem Video gesehen und habe mir dann gedacht, komm, scheiß drauf, später beim Stream zusammen anschauen. Ja, und das machen wir jetzt, meine lieben Freunde, ja. Was geht bei euch, Digga? Lockdown denn oder was? Wie läuft's? Wie läuft's im Lockdown? Alright. Auf jeden Fall haben wir jetzt einen schönen Popo für das Musikvideo am Start, ja. Ich freue mich, Digga. Popo in den Motherfucker. Der Bruder, wenn er über Popos redet, da ist er richtig im Modus. Merkt ihr so, das Herz geht auf, Digga. Also, wir machen heute Reaction auf Marvin California und Cynic. Ich werde jetzt während dem Video, werde ich mal dann so meine Begegnung oder Konfrontation, die ich mit den beiden Kollegen schon hatte, werde ich dann einfach mal erläutern. So. Ich glaube, es sollte funktionieren. Guck mal, selbst so, das eint uns ja ein bisschen auch dieser, ich möchte nicht Hate nennen. Hm. Oh, doch, nennen wir es mal Hate. Der Lovelock Hate. Selbst bei dem zum Beispiel, ne? Ich glaube, ich habe noch nie einen negativen Kommentar unter seinem Video geschrieben, ne? Ich frage mich, worauf der Hate basiert. Ob das wirklich halt nur diese Kleinigkeiten sind, die er einmal da erwähnt hatte, im Club, wo wir uns getroffen haben. Oder was das ist, Digga. Es muss ja auch irgendwo eine Hassliebe sein, glaube ich, ne? Weil er sagt auch noch im Verlauf vom Video, dass er sich meine Videos halt komplett reinzieht. Und als ich auch mit ihm draußen am Club gequatscht habe und er mir so Geschichten erzählt hat, ey, damals auf der roten Couch in Mannheim hast du das gesagt und dann warst du später auf der FIBO, hast du aber so gemacht. Da habe ich schon gemerkt, er hat auf jeden Fall gesaugt, mein Content. Ich denke mal, es ist mehr so eine Hassliebe, weißt du? Ich denke mal, vielleicht war er sogar mal ein richtiger Fan gewesen und dann hat ihn eine Sache, als ich dann mein Körper zu krass wurde oder als ich dann zu viel geflext habe damit, hat er sich dann irgendwie enttäuscht gefühlt oder irgendeine Aktion oder irgendwas ist wahrscheinlich passiert, wo er dann gesagt hat, so okay, jetzt mag ich ihn nicht mehr, aber ich ziehe mir trotzdem noch rein. Ich kenne das selber auch. Ich habe das selber auch schon gehabt. Also nicht mal einen Daumen nach unten habe ich da gegeben. Und wenn wenn ich mir seine scheiß Muskelstraßenumfragen reinziehe, haut's mir scheiß Muskelumfragen nennen? Na, Mann. Obwohl ich den hasse, dann lass ich auch die Werbung. Oha, Digga. Bro. Ey, ich würde Cynic gerne jetzt einfach mal so in den Arm nehmen, Bruder. Komm, Bro. Leg mal deinen lockigen Kopf auf meine Schultern, Bruder. Ich küsse doch dein Herz, Bruder. Ich motiviere dich ein bisschen. Trainierst du ein bisschen? Und durchlaufen, weil irgendwie will ich es ja gucken. Ja. Weißt du, er kippt mich ja irgendwie dazu, das durchgucken zu wollen, so. Und selbst wenn du in meinem Auge Rotze produzierst, aber ich will das sehen, dann habe ich mir auch die Werbung dazu reinzuziehen, so. Und das ist, aber ich küsse dein Herz, Bro. Dankeschön für den Support. Ich gebe da keinen Daumen nach unten oder kommentiere irgendwie ein Video negativ. Aber wenigstens einen Daumen nach unten könntest du schon geben, Bruder. Also jede Bewertung zählt auch was, weißt du? Also wenn du keinen Daumen hoch gibst, dann gib mal einen Daumen nach unten. Und Kommentärchen, da würde ich mich auch drüber freuen, ja. Also an der Stelle für die Leute, die es jetzt gerade auf YouTube gucken, könnt ihr gerne einen Kommentar schreiben, Daumen da lassen, egal ob hoch oder runter. Bewerten wir den Mann. Aber da muss ich mal ganz kurz fragen, ging diese Antipathie bei dir los, als der versucht hat, irgendwie so im Deutschrap irgendwie Welle zu machen, oder ging dir schon die andere Scheiße auf den Sack? Nein. Auf den Sack geht den Mann? Also bei Leon war das so,
Ich habe das mitbekommen, dass er so Straßenumfragen gemacht hat und da... Oh, da bin ich jetzt gespannt, weil ich werde euch danach, werde ich euch erzählen, was aus meiner Sicht mit Marvin so war. Ne? Wir haben ja auch telefoniert und so. Ich bin jetzt gespannt, ob er jetzt auch Real Talk macht, Digga. Ich schätze ihn eigentlich so ein, dass er jetzt einfach so die Wahrheit sagt, ne? Eigentlich schätze ich ihn so ein. So die neuesten Deutschrap-Songs irgendwelchen Mädels zeigt und sich dabei halt mit eingeölten Oberkörperfreien... Ich schwöre auf alles, ich habe noch nie meinen Körper eingeölt, Digga. Fantasie in Marvin, ne? Look halt in die Straße stellt und sich selber feiert sozusagen, ja. Normal, Love Lock, bester Mann, Deju. War jetzt auch so ein Content, wo ich mir so gedacht habe, was ist mit ihm, Alter? Aber das... Man muss natürlich auch dazu sagen, sorry, wenn ich so auf Stopp mache, aber ich muss da meinen Senf dazu geben. Man muss dazu sagen, diese beiden Jungs, die da gerade sitzen, finden halt auch in einem ganz anderen Kosmos statt als ich, ne? Also die können sich, glaube ich, so 0% mit mir identifizieren und mit den Dingen, wo ich den Fokus drauf lege. Natürlich bin ich sehr oberflächlich, ich gucke immer, dass ich gut aussehe, ich gucke immer, dass ich fresh gestylt bin. Hab aber auch tiefgehende Themen, die mich beschäftigen, so wie Religion oder Veganismus oder ganz andere Sachen so. Aber das sind, glaube ich, alles Dinge, die in deren Kosmos nicht so stattfinden. Ich bin halt nicht so der Typ, der dann auch einfach mal auf der Parkbank sitzt und sich ein Bierchen reinzieht und dann irgendwie da dann irgendwie ein Freestyle-Battle macht oder so. Weißt du, was ich meine? So, was ich null verwerflich finde oder auch null schlimm finde, ich finde das geil, Digga. Ich liebe auch, Menschen kennenzulernen, die halt so null sind wie ich. Also ich bin anders als die beiden Jungs. Ich mag das, wenn ich Menschen kennenlerne, die gar nicht so sind wie ich, weil ich dann immer das Gefühl habe, von denen kann ich lernen. Also ich könnte von so einem Cynic oder von so einem Marvin, wenn die einfach mal ein bisschen mehr Menschlichkeit an den Tag legen würden und man sich vielleicht connecten würde oder so, dann könnte man, glaube ich, voneinander extrem viel lernen, weil die halt einfach eine ganz andere Vergangenheit haben, ganz andere Kindheit haben, ganz anders aufgewachsen sind, ganz andere Werte haben. Und ich finde immer, Menschen, die so krass unterschiedlich sind, wenn die sich zusammentun würden, beziehungsweise miteinander quatschen, können beide immer sehr viel lernen aus so einem Gespräch. Das ist meine Herangehensweise, das ist meine Philosophie. Und deswegen würde ich auch, wenn ich mich mit jemandem hinsetze, mit dem ich, sage ich mal so, nicht fühle von seinen Ansichten her, würde ich mich trotzdem immer mit denen hinsetzen, um zu schauen, ob ich mir menschlich oder irgendwie was damit rausziehen kann. Weißt du, ich meine, das ist so meine Herangehensweise eigentlich immer. Hat man halt so mitbekommen, aber das war jetzt für mich auch nichts, wo ich mich jetzt dran gestoßen habe oder sonst sowas. Dann ging es los mit Interviews bei ihm und klar, man hat dann halt auch mal einige Interviews von ihm gesehen und ich fand es halt sehr lustig, wie dann halt sich dann in den Kommentaren und überhaupt so in der ganzen Deutschrap-Szene eigentlich, in der Community jedenfalls, sich so diverse Memes etabliert haben, so dieses... Ich muss mal ein bisschen lauter machen, glaube ich, das Mike hier, warte. Erweiterte Audio-Eigenschaften, Desktop-Audio, schrauben wir mal um 3er hoch, Digga. Ich fühle, habe ich geprägt, hat mich geprägt. Keine Ahnung, MC Boogie sitzt neben Leon und sagt, ja, ich habe hier mal einen abgestochen. Und Leon sagt, hey, fühle ich oder so. Ich bin mir schon sicher, dass die auf jeden Fall nicht nur ein, zwei Interviews geguckt haben, wahrscheinlich schon sehr viel. Ja, ist halt so passiert, ne? Das ist halt der Lovelock, Bruder, der lässt sich halt prägen, Digga. Wishu. Ich habe da teilweise wirklich auch, also wo er die Hochzeit, wo er halt Interviews hochgeladen hat, das mag jetzt vielleicht ein bisschen gehässig klingen, ein bisschen zynisch klingen, ein bisschen bösartig klingen, ja, aber ich habe teilweise die Interviews angemacht, habe gar nicht zugehört, was da gesagt wird, sondern habe einfach 30 Minuten mir die Kommentare angeschaut. Auch geil, Digga, Hauptsache der Klick war da. Ich hatte Bauchmuskelkater, ne? Aber wir sind ja hier real und ich bin immer real jetzt. Digga, ich muss schon sagen, am Anfang, wo die Kommentare waren, habe ich mich darauf abgefuckt, Digga, weil ich habe mir echt einen Arsch aufgerissen, man darf halt auch immer nicht diese ganzen, also was die Menschen halt nicht sehen, ist halt diese ganze Background-Arbeit, ne, dieses Comments Café-Ding habe ich zum Großteil alleine gemacht und ich habe die ganzen Terminvereinbarungen, den Videoschnitt, die ganze Organisation, Locations etc., habe ich alles selber gemacht. Dann habe ich mich auch nicht wirklich auf die Interviews vorbereitet, was auch immer dazu geführt hat, dass gewisse Phrasen sich immer mal wieder wiederholt haben bei mir. Ich bin generell ein Typ, der das auch gerne macht, aber es liegt natürlich auch daran, weil ich mich nicht wirklich vorbereitet hatte, aber das ist auch der Plan gewesen, das war auch bewusst so gemacht, weil ich dadurch einfach diesen Bro-Flavor erschaffen wollte mit den Künstlern und ich finde, ich habe das gut hinbekommen. Ich finde, ich habe das nochmal so ein bisschen aufs nächste Level gehoben, das sage ich jetzt von mir persönlich.
Es kann aber natürlich sein, dass ihr das nicht so seht, aber ich habe diese persönlichen, deepen Bro-Gespräche mit Künstlern aufs nächste Level gehoben. Ich finde, dass ich Künstler von Seiten präsentiert habe, die andere Leute so noch nicht präsentiert haben, beziehungsweise von den Künstlern, die Facetten hat man so noch nicht gesehen. Und das habe ich schon geschafft, das war auch mein Ziel. Natürlich kann ich aber verstehen, wie Leute wie Marvin California oder auch Cynic, wenn sie sich ein Interview reinziehen, gerne einen Interviewer da sitzen hätten, der eher so ist wie die. Weißt du so? Genauso war es nämlich bei mir auch. Und ich denke mal, ich habe die beiden Jungs dann auch dazu motiviert, selber Interviewformate zu machen. Weil man muss ganz klar sagen, dass ich der erste YouTuber war, der Formate mit Rappern gemacht hat. So. Also alle YouTuber, die danach kamen, ob es Mois ist, Bodyformers oder alle anderen, die waren nach mir da. So, und ich denke, dass die Jungs motiviert hat, dass sie sich meinen Content angeguckt haben, gesagt haben, feiere ich nicht, wie der Typ das macht, ich mache das selber, ich mache das besser. Und genau so habe ich mir das auch gedacht bei den anderen Interviewplattformen, die es zu dem Zeitpunkt schon gab, weißt du? Also ich finde, man kann immer aus einer Sache die positiven oder die negativen Sachen rausnehmen, genauso wie bei der Sache, was der Cynic angesprochen hat, wo ich Nico Nuevo gepusht habe immer. Da kann man entweder ein Meme draus machen und sich darüber lustig machen und sagen, ja scheiße, der hat deinen Namen verbrannt, so, was für mich totaler Schwachsinn ist, oder man kann die positive Seite sehen und sagen, ja, Deutschland hat den Namen mittlerweile auf dem Schirm und das ist was, was marketingtechnisch einfach sehr, sehr wichtig ist, so, und es bringt was. Also man kann immer Sachen von zwei Perspektiven sehen. Ich habe mir selber in meinem Leben beigebracht, dass ich Sachen versuche immer aus der positivsten Perspektive, die es gibt, zu sehen, so. Also wirklich das. Und dann halt, ich küsse euer Herz, Freunde. Ich bin nicht so chatmäßig am Start, weil ich hier gerade so auf das Video reagiere. Aber ist bei mir so, ich kann nicht zwei Sachen gleichzeitig machen, ja? Girls it out, man. Wie gesagt, habe ich gesehen, okay, das Interview ist bei Minute 34 und ich habe original kein Wort verstanden. Ja. Also gar nicht zugehört. Und dann war das irgendwann mal so. Also ich hab mich dann halt auch so dementsprechend ab und zu mal geäußert in meinen Videos. Ja, ich hatte damals immer noch... Ich habe aber gesehen, was ihr schreibt. Ich küsse eure Herzen. Instagram live gestreamt damals und habe das dann immer so als Zusammenfassung nochmal hochgeladen auf meinem Zweitkanal, auf Marvin Refugee. Ja, da bin ich immer noch sehr, sehr stolz drauf, auf dieses Wortspiel. Ja. Killer. Killer auf jeden Fall. Deswegen eigentlich geborener Rapper. Ja, ist schade, ist an dir ja, aber das passt optisch nicht so ganz rein, Brudi. Spaß. Review G ist cooler Name, Digga. Würde besser zu mir passen. Reaction G, Vision. Ja. Und G it in, motherfucker. Aber ich kann mir gar nicht vorstellen, wenn einer von den beiden anfangen würde zu rappen. Obwohl, Cynic hat ja schon mal was gemacht, ne? Fand ich voll kacke, Digga. Aber jetzt nicht ohne Hate, no Hate. Einfach musikalisch fand ich voll scheiße. Marvin California, vielleicht rappt er auch irgendwann. Können wir mal ein Battle machen, Bro. Da können wir uns ja mal unsere Songs gegenseitig bewerten. Ich muss auch sagen, Marvin California, das muss ich hier an der Stelle auch sagen, da kann ich euch jetzt einfach mal die Geschichte jetzt... Oh, komm, lass uns noch ein bisschen reden. Habe ich das ab und zu mal über ihn auch geredet und so weiter. Also ich glaube, er hat schon gemerkt, dass ich den nicht so cool finde. Und irgendwann hat mir jemand ein Video geschickt, wo er mit so zwei anderen Dudes in so einem was war denn das? So ein Bus, also so ein... Wie heißt denn das hier? Wie heißen diese Autos, so wie so ein VW-Bus, also so ein Neunsitzer? So ein Van, ja, weißt du? So ein Van, genau, ja, genau. Ich habe gerade nach einem deutschen Wort. Ah, der meint diese Steig ein mit Barisch und Ivan, ne? Da saßen die halt da zu dritt da drinnen und haben so darüber geredet. Einer schreibt im Chat bei ihm Bangbus. Könnte auch sein, Bro. Könnte fast sogar auch sein, ja? Ach nee, das war eine andere Plattform, stimmt. Nee, das hat er nicht gesehen, das war eine andere Plattform. Wie Leon sein Empire aufgebaut hat, ja? Wie Leon sozusagen. Lovelock Empire, merkt euch das Wort. Ja, klingt schon nice eigentlich, ne? Klingt ja, ist schon überragend. Nice, ne? Schön, dass jetzt lachen sie Buch, überragend. Das Buch, wenn das ja. Buch 50 Euro kostet, ich schwöre, ich kaufe das. Ja, auf jeden Fall. Ja, geil, Digga. Ich küsse doch dein Herz, Bruder. Ich werde safe ein Buch bringen. Bro, Cynic, das lege ich auf die Goldwaage, was du hier gesagt hast. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich fand das Video erheiternd, würde ich mal sagen, ja. Und ich fand das so erheiternd, dass ich mir gesagt habe, okay, ich... Gönn mir das als das war meine allererste Reaction, die ich dann halt auch gedreht habe. Guck mal, Dicker. Guck mal, wie ich einen Marvin California geprägt habe. Ich habe Marvin California gemacht, Dicker. Oder den Review G. Der kommt aus meinen Eiern raus, Bro. Und ich dachte mir, okay, thank me later, Mann. Ich habe besoffen in mein Hotelzimmer gesetzt. Ich war da irgendwie auf Geschäftsreise. Ja. Und habe da besoffen vom Leder gezogen, ja. Es gibt's war hart. Nein, habe ich runtergenommen. Warum? Warte, komme ich gleich zu. Schön Real Talk machen, Bro, ja?
dann halt da vom Leder gezogen, hab das dann hochgeladen. Die Leute haben es lustig gefunden, ja. Und dann irgendwann, ja, checkst halt mal wieder Instagram, ist da eine DM von Leon Loveluck, da hat er so 3 Stories gegen mich gemacht. Mhm. Irgendwie so, ey, Marvin California, du Bastard. Ach, das war das, schon ja. diese Rant-Story. Ja, genau, krass. Das war dann so, hat er dann, ja, keine Ahnung, da war auch wahrscheinlich wieder ein frisches Manuelsen-Interview, ein frisches Flair-Interview. Ich hatte ja mit den beiden damals auch Beef, ja. Mhm. Das war da auch gerade am Überkochen und so weiter. Da hat er dann sich wahrscheinlich gedacht, okay, die fronten den jetzt. Nee, Bro, da muss ich auf jeden Fall drauf eingehen. Ich bin da nicht so wie du, Bruder. Also nur weil andere was machen, dann mache ich das nicht auch. Ja? Du machst das ja gerne mal bei den ein oder anderen Reactions, glaube ich, dass du einfach reagierst, weil andere reagieren. Aber ich habe das wirklich nicht gemacht, weil irgendein anderer darauf reagiert hat. Ich mache eigentlich alles immer nur, wenn mir mein Inneres das sagt so. Und ich muss hier an der Stelle ganz ehrlich zugeben, zu dem Zeitpunkt, wo ich die Reaction auf das Video gesehen habe, habe ich mich davon triggern lassen, emotional. Ich habe es emotional an mich rangehen lassen, was der Typ da gesagt hat in dem Review, weil es auch um meine Freundschaft mit Barisch ging und der hat da einfach so Sätze rausgehauen, die ich einfach so nicht stehen lassen wollte. Und anstatt, dass ich mich aber cool hingesetzt habe, wie ich es heute mache und einfach darauf reagiere mit ein bisschen Humor und das überhaupt nicht emotional nehme, bin ich halt ausgerastet so. Ich weiß noch ganz genau, dass ich da auch mit mir selber gehadert habe, ob ich das jetzt machen soll oder nicht. Und dann habe ich einfach drauf geschissen, hab dann die Story gemacht, hab dann gesagt, ey, Marvin, so und so und so, wenn du nicht rausnimmst, dann so und so und so. Ich war halt einfach aggressiv, das ist mir schon 2-3 Mal passiert und gerade zu dem Zeitpunkt war dann auch diese ganze Sache mit KuchenTV gewesen, der ganze Shitstorm wegen der Corona-Sache und, oder war das vorher? War das vorher oder nachher? Keine Ahnung, auf jeden Fall war ich da noch jemand, der sich so Sachen, wenn einen Typ aus dem Internet, der mit mir im echten Leben, der mich noch nicht mal gesehen hat im echten Leben, der mit mir im echten Leben noch nie was zu tun hatte, was über mich sagt, musste ich erst lernen, dass das halt null an mich rankommt. Und das habe ich jetzt mittlerweile gelernt, aber zu dem Zeitpunkt habe ich mich dann davon triggern lassen. So, könnt ihr bewerten, wie ihr wollt, ich stehe dazu, habe ich gemacht, Digga. So hätte ich ihn gesehen an dem Tag, hätte ich vielleicht auch noch andere Sachen gemacht, keine Ahnung, ich bin kein Gangster, ich bin kein Schläger, ich bin kein negativer Typ, aber ich habe es damals einfach in meine Emotionen reingehen lassen und dann emotional gehandelt. So. Da fronte ich jetzt mal auch, ja, weil der mir jetzt ja auch ans Bein gepisst hat, völlig legit, ja, ist ja vollkommen okay. Super, ja, Unterhaltung. Ja, deswegen hat er dann halt so. Nee, aber ich fand die Art und Weise, die ich da an den Tag gelegt habe, die fand ich nicht korrekt. So, ich muss nicht dann auf Story den beleidigen. Das bin ich gar nicht, das ist nicht meine Art. So ein Video hochgeladen, ich glaube auf seinem Zweitkanal oder auf seinem Hauptkanal, weiß ich gar nicht mehr. Aber das Video war auch unangenehm, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Da hat er dann mit einem Kumpel, saß er da vor dem Laptop und hat dann halt gesagt so, ja, hier, der macht mich da doof und so weiter. Und der ist sowieso vor der eklige Typ, so, der hat ja auch mit Manuelsen und mit Flair aus dem Nichts-Beef angefangen, was er de facto. Ich weiß gar nicht, was ich da genau gesagt habe. Das habe ich bestimmt nicht gesagt, aber ich denke auch, dass wenn ich mir das Video heute reinziehen würde, würde ich auch nicht mehr fühlen. Weil ich einfach noch nicht auf dem Level war da. Ich bin jetzt mittlerweile auf dem Level, dass ich mir sowas auch geben kann, ohne überhaupt eine, keine Ahnung, negative Emotion im Herzen zu haben oder so, weißt du? Wirklich sehr neutral kann ich mir das jetzt reinziehen mittlerweile. Aber ja, damals war es noch nicht so. So nicht stimmt, ja, das hatte alles seine Grundlage. Das wurde auch mies gedisliked, da hat er irgendwie 80-90% Dislikes gehabt, da habe ich auch noch einen Screen. Das stimmt nicht, ich glaube 50, ja, oder? Den ich auf jeden Fall wahrscheinlich so einmal im Jahr mir definitiv nochmal angucken werde. Da freut er sich, der Marvin. Die wichsen sich teilweise ein auf so Hate-Sachen, glaube ich, ja. Die reden über jemanden, hauen das rein, dann gehen die auf deren Kanal, gucken, oh, der hat Dislikes, Digga. Ja, Mann, ich hab's geschafft, den schlecht darzustellen. Bruder, ich klopp mir jetzt ein, Digga. Oh, ja. Review G it out, motherfucker. Ja, natürlich, nein, Quatsch. ja, und dann habe ich mir halt so gedacht, so, okay, also irgendwas. Ey, macht Spaß, ja, so Sachen reinzuziehen, wo Leute über mich reden. Man muss auch sagen, das war auch zu der Hochzeit seines Hades, ja. Da war wirklich, also in den Kommentaren seiner Interviews hast also du keinen einzigen. Nach diesem Aluhut. Nee, allgemein, das war nämlich genau so, wie er es sagt. Gut, dass es auch zugibt. Marvin ist um die Ecke gekommen mit seinem Hate, wo alle schon auf mir rumgehackt haben, so, ne?
Und das ist genau das, was ich meine. Ich denke, er hat sich da motivieren lassen auch. Ja, ja. Ach so, ja, okay. Ja, ja, das war nicht ja, vorher schon? Nein. Das war da, wo wirklich kein einziger vernünftiger Kommentar mehr unter seinem Interview war. Oh komm, Bruder. 10% waren schon noch positiv. Schon nicht mehr lustig, fand ich. Da ja, ja, fand nicht ja, mehr cool. Ja, deswegen, also ich muss auch sagen, da hat auf jeden Fall es in Leon schon gebrodet und ich glaube einfach, dass mein Video noch so der letzte. Geh mal ein bisschen auf den Chat ein, sagt einer. Bro, ich will aber erstmal auf das Video eingehen, Bro. Wir können danach ein bisschen diskutieren, okay, Bro? Die letzte Kirsche auf der Sahnehaube war, weißt du, um das Fass zum Überkochen zu bringen. Mhm. Und deswegen habe ich mir auch gedacht, okay, ich könnte jetzt hier das mega krasses Zerstörungsvideo machen, bla bla bla, mir jetzt hier einen Internet-Beef mit Leon Loeffler. Ey, mach, Digga, ich schwöre, ich hab Bock drauf. Ich wäre ready dafür, wenn mal einer jetzt um die Ecke kommt und so ein Leon-Zerstörungs-Loeffler-Zerstörungsvideo macht oder so. Könnt ihr auch gerne an alle Leon Loeffler-Hasser weiterleiten jetzt hier die Szene. Macht ein Zerstörungsvideo über mich. Ich bin ready. Liefern und so weiter. Yeah. Aber hab mir dann halt auch irgendwie so gedacht, so schreib dem einfach mal, ja, und dann habe ich ihm geschrieben, habe gesagt, so, hier, pass auf, hab das Video gesehen und logischerweise auch die Stories, das muss aber nicht erwähnen. Ich guck nochmal, warte. Wir können das jetzt so machen, dass ich jetzt hier ein Video gegen dich mache und dann wird das hier eine unendliche Geschichte, oder schlaf einfach mal eine Nacht drüber und lass uns morgen mal telefonieren und lass uns morgen mal einfach mal aussprechen und uns sagen, was wir aneinander nicht mögen, ja. Mhm. Oh, okay, warte, da muss ich kurz drauf eingehen, Digga, warte. Er hat geschrieben, hey Leon, warum so aggressiv und beleidigend? Fragezeichen. Sehr schade, steht dir überhaupt nicht. Schick mal Nummer, habe ich dann geschrieben. Dann hat er geschrieben, hab so in circa 2 Stunden Zeit, bin noch am Worken. Passt das zeitlich bei dir? Ich ja, er top. Und dann hat er ein bisschen Schiss gekriegt, glaube ich. Dann hat er geschrieben, hier über Insta, aber ich kenne dich nicht und gib meine Nummer nicht jedem. Ich denke, handelst du ähnlich. Also mir wäre es egal gewesen, ich hätte ihm auch meine Nummer gegeben, habe ich ihm auch gesagt. Ich habe keinen Bock, dass du irgendwann so einen Hass auf mich schiebst, dass du meine Nummer leakst. Meeting ist gleich vorbei, könnten da 10 Minuten rausgehen, sag Bescheid, bla bla bla. Und dann hat er mir noch so eine riesen Nachricht geschrieben. Ja, okay, jetzt hat er das geschrieben, was er gesagt hat. Du warst gestern sehr aufgebracht und emotional und hattest jetzt eine Nacht drüber schlafen, bla bla bla. Am Feedback hast du sicher mitbekommen, dass deine Aktion nicht wirklich gut angekommen ist. Und so alles Sachen, die mich nicht gejuckt haben. Wie geht Sprachanruf? Fragezeichen. Warte, gib mir eine Minute. Also er wollte so mit mir schreiben und so und ich war einfach nur auf dem Modus, so ruf mich an. Ich wollte einfach nur mit ihm reden. Am liebsten hätte ich gesagt, komm vorbei, aber er lebt halt leider nicht in Deutschland. Dann haben wir telefoniert. Jetzt sehe ich hier im Chatverlauf, dann haben wir telefoniert, war guter Talk, bla bla bla. Dann habe ich auch was gepostet, dass das Ding vorbei ist und so. Dann habe ich gesagt, nimm das Video raus, dann hat er das Video noch rausgenommen. Ich schaue mal auf mein Handy, bla bla bla. Dann habe ich mein Video auch rausgenommen, weil er das wollte. Genau. Dass er das Video rausnehmen soll. Und dann war schon das nächste, was wir haben. Hier. Sorry, wenn es ein bisschen länger dauert, aber. Auf jeden Fall dafür so ein gutes Gespräch mit dem. Dann hat er mir geschrieben, genau. Am 23. April hat er mir geschrieben, gutes Gespräch mit dem Wodak. Ausrufezeichen, Daumen nach oben. Dann habe ich geschrieben, danke dir einfach darauf. Ja? Also da ging es dann schon eher so in eine positive Richtung, sage ich mal. Also wir haben dann telefoniert. Das Telefonat wollte ich noch erzählen, genau. Wir haben telefoniert, ich habe ihn angerufen, war da in dem Moment auch noch ein bisschen emotional, habe ihm eine Ansage gemacht, habe ihm gesagt, ey Bro, guck mal, so und so und so, das und das und das, Freundschaft zwischen mir und Bardo, da kannst du nicht drüber reden, feiere ich nicht, finde ich nicht cool, was hast du denn für ein Problem mit mir? Und dann hat er mir seine Sicht erzählt. Bei ihm war es, glaube ich, so, dass das angefangen hat mit einem Kommentar unter einem Backspin-Interview, wo ich einen Kommentar geschrieben habe. Unter dem Kollegah-Interview war das, glaube ich, was ihn genervt hat. Und da hat er mich gefressen angeblich so. Und dann habe ich halt, ja, haben wir halt diskutiert. Ich so, ja, bla bla bla, hin und her, so und so und so. Red nicht mehr so über mich, sonst bla, so, so, so. Ich war da immer noch sehr emotional gewesen auch. Dann hat er noch gefragt, ob, und das muss ich jetzt hier gerade rücken an der Stelle, dann hat er mich gefragt, ob ich mich nicht bei ihm entschuldigen würde wegen dem Bastard. Und da muss ich sagen, finde ich persönlich, im Nachhinein war ich nicht manns genug, weil ich hätte menschlich gesehen mich dafür entschuldigen können. So. Ich habe es nicht gemacht, weil ich in dem Moment die Emotionen noch in mir hatte und das dahinter stand und es gefeiert habe, wie ich reagiert habe. Deswegen habe ich mich nicht entschuldigt. Aber heute hier, so wie ich hier sitze, Marvin, falls du das siehst, tut mir leid, Digga, ich hätte dich nicht Bastard nennen sollen. So.
die Reaktion, die ich da an den Tag gelegt habe, fühle ich heute nicht mehr, würde ich jetzt in der Zukunft anders machen. So. Was nicht heißt, dass es nicht sein kann, dass ich irgendwann mal wieder getriggert werde und aus der Haut fahre, vielleicht auch im Privatleben oder so. Ich bin kein heiliger Samariter oder so, ne? Ich weiß nur, dass ich halt Levels gemacht habe, was das angeht. Auf jeden Fall, dann hat er geschrieben, gutes Interview mit Wodak, dann habe ich geschrieben, danke dir. Und als nächstes kam dann die Reaction auf mein Musikvideo zu dem Wach-Video, könnt ihr euch gerne auf seinem Kanal reinziehen, ich glaube, müsste noch online sein. Da hat er mir relativ gutes Feedback gegeben, ich habe es gepostet, habe geschrieben, noch danke für die Review. Dann hat er geschrieben, kein Ding, hat viele im Stream interessiert und ich war natürlich auch neugierig, was du da so fabriziert hast. Parts sind wirklich top, Ausrufezeichen. Fand ich geil, Digga. Fand ich wirklich gut, dass er das neutral bewertet hat, obwohl wir schon eine Vorgeschichte haben. Dann habe ich ihm geschrieben, habe mir die letzten Tage auch deine Reviews reingezogen, auch wenn wir uns gegenseitig nicht so feiern, finde ich, du machst es gut, kann man sich gut geben. Hab den College-Track auch übergefühlt. So, Digga. Und dann hat er geschrieben, dieses gegenseitige nicht zu feiern hat, glaube ich, viel mit Ersteindrücken zu tun. Die sind manchmal richtig, manchmal täuschen sie. Vielleicht haben wir irgendwann mal die Gelegenheit und rauchen in Berlin eine Friedenspfeife. Und da muss ich jetzt ganz klar sagen, meine lieben Freunde, auch an den Chat, ich finde sowas halt ein bisschen heuchlerisch, ja. Wenn man im Internet hinter der Kamera einen auf Bro und auf cool und ey, ich feier dich eigentlich so und ich finde auch das Interview geil und ich finde hier geil und ich finde so geil, aber in der Öffentlichkeit, wenn er da mit einem Cynic da sitzt, dann lachen die mich halt aus und triggern mich so komisch, so, weißt du? Ich weiß halt nicht, was er denkt, aber für mich persönlich hat es einen Einfluss, wenn ich mir jetzt deine Review reinziehe, wie ich dir im Real Life begegnen werde, so. Das dazu. Er war pissig erstmal, ja, so, nee, ich will jetzt telefonieren, gib mir deine Nummer. Ich habe zu ihm gesagt, ich gebe dir meine Nummer nicht, weil wir können ja auch über Instagram telefonieren. Ja. Also nein, ich will deine jetzt Nummer. Jetzt erzählt er die ganze Geschichte wahrscheinlich selber nochmal, scheiße. Ja, wieso? Sorry, man. Meine Nummer, weißt du, ich kenne dich nicht, du bist mir nicht wohlgesonnen. Ja. Das ist auch eine Nummer, das ist auch mein Berufshandy, ja, mein Arbeitshandy, ja, wenn du das liegst oder so. Niemand erklären, warum du nicht deine Nummer gegeben hast, ja. Ja, weißt du, also das fand ich halt auch so sehr, sehr komisch. Und ja, ich fand's halt komisch, dass er da jetzt so einen Film draus gemacht hat, so, weißt du, gib mir doch einfach deine Nummer, wir telefonieren wie Männer und dann ist das Ding durch. Dann hat er halt eine Nacht drüber geschlafen, wir haben dann am Morgen geschrieben und dann haben wir telefoniert, haben einfach mal 45 Minuten, er war am Anfang, wollte er erst mal so hier, Ja, ich bin hier ne, alpha-mäßig aufplustern. Alpha-Gorilla-Name. Ja, aber das ist ja auch Plustating, das, was ich nicht das erste Mal sehe und damit kann ich auch auf jeden Fall arbeiten. Aber wir haben uns dann halt auch gut ausgesprochen, würde ich mal sagen. Er hat mir dann auch so gewisse Sachen erklärt, die er an dem Video scheiße fand. Also, ich sag mal so, dadurch, dass ich halt oh, er hat sogar, glaube ich, aufgeschrieben. Ich habe gerade gesehen, er hat einen Stift in der Hand und guckt die ganze Zeit so runter auf den Zettel. Bro, Alter, die geben sich ja richtige Filme hier beim Lovelock. Ein bisschen was Intus hatte, habe ich mich da jetzt nicht nur über diverse Äußerungen von Leon Lovelock lustig gemacht, sondern einer von den Jungs, der da noch mit im Video saß, war anscheinend, ist auch ein langjähriger Freund von ihm. Ich habe das ein bisschen so ein bisschen, ja, aufs Korn genommen, die Freundschaft der beiden und so weiter. Da ja, hat er sich ein bisschen verletzt gefühlt und so weiter. Dom, ich mal hier falle, ne? Das ganze Ding, ist das müsste man eigentlich nur noch mal auf seinem Kanal hochladen, ohne einen Kommentar. Es ist einfach so lustig. Ja. Vielleicht mache ich das sogar. Vielleicht lade ich das Interview mit Barisch nochmal auf dem Zweitkanal hoch, komplett. Dann habt ihr alle was zum Lachen. Dann können die beiden auch nochmal drauf reagieren. Ich mache ein bisschen Klicks und wir können alle ein bisschen lachen. Oder ihr könnt lachen. Ich finde es nämlich nicht so lustig, aber die ja. Die sich gegenseitig glorifizieren und wieder diese krass. Frage. Also es ist halt auch, man merkt halt auch, das ist so affektiert, ne, so von wegen, man hat schon mal solche Videos gesehen, wo krasse Business-Player halt interviewt werden, da werden die gleichen Fragen gestellt, auch die gleichen Antworten gegeben und so weiter, ne, das ist wie so. Gar nicht, Digga, ich finde das einer meiner realsten Talks, die ich je gemacht habe, da habe ich auch über die ganze Vergangenheit mit Fanus geredet und wie wir nach Berlin gegangen sind und so. Barisch schafft es immer, mir so schöne Talks rauszuholen, finde ich, weil er halt auch jemand ist, der meinen Weg von Tag 1 so mitbegleitet hat und deswegen fand ich das, hat mich das auch so getriggert, Digga. Was denkt denn er, wer er ist, dass er über mich und meine Freundschaft zu einem Mann redet, die über 15 Jahre geht, weißt du, und dann da sitzt in der Reaction und sagt, ey, die sind eigentlich gar nicht richtig befreundet. Oder irgendwie war da was, das kam so rüber durch die Blume, als ob
man das irgendwie nur für den Fame macht. Als ob die Jungs da nur mit mir sitzen wegen dem Fame und nicht, weil wir echte Freunde sind. Und das fand ich halt so kacke, Digga. Lass ich so nicht im Raum stehen. So ein richtiges Business, so ein richtiger Business-Talk nachgespielt von Laien, könnte man sagen. Ja. So ich meine, es stimmt schon. Ich bin jetzt nicht der krasse Hustler oder der krasse Businessman oder so, weißt du? Ich möchte da irgendwie hin, vielleicht noch in Zukunft, wenn alles gut läuft. Aber ich bin's noch nicht. Nichtsdestotrotz habe ich schon ein paar Sachen durch und ich habe einfach in dem Interview über meine Erfahrung, über meinen Weg geredet, so nicht mehr und nicht weniger. Und ich glaube, ich habe ein gutes Gefühl dabei, dass in 5 Jahren, wenn man sich dann nochmal sowas reinziehen wird, dann wird man sich vielleicht denken, so krass, der Lovelock hat's echt sowas gebracht. So. Tief kam das halt auch rüber. Ich weiß, was du meinst. Wobei ich sage, ich habe es auch jetzt schon zu was gebracht. In meiner Welt habe ich schon viel erreicht, so auch wenn es jedes anders sieht. Aber ich habe auch über die Jahre auf YouTube halt auch gemerkt, dass gewisse Sachen, die du sagst, halt bei unterschiedlichen Leuten auch unterschiedlich ankommen. Ja, manche reagieren halt sensibler oder sind leichter verletzbarer oder was weiß ich. Ja, es ist individuell. Nur weil ich so einen harten Humor habe und sagen wir mal ein dickes Fell habe oder jetzt nicht gleich tot gekränkt bin, wenn jemand mal was Negatives über mich sagt, heißt das ja nicht, dass ich das auch von jedem, über den ich was sage, voraussetzen muss. Ja, weißt du? Das wäre ja dämlich, das ist ja pauschalisieren. Ne? Das ist, Ich war halt immer so jemand, der halt einfach so an die Sache rangegangen ist. Ich habe mich immer gefragt, wenn ich im Internet irgendwas sage oder schreibe, kann ich das auch im echten Leben backen? Ja oder nein? Stehe ich auch im echten Leben dazu, wenn diese Person vor meinen Augen steht? Ja oder nein? Das ist eigentlich so die einzige Frage, die ich mir stelle, bevor ich irgendwas im Internet sage. Und das würde ich mir wünschen, wenn es ein paar von den Trolls hier auch sich so ein bisschen mal einfach zu Herzen nehmen würden und dann vorher überlegen einfach so, okay, würde ich das zu ihm auch sagen, wenn ich vor ihm stehe so? Finde ich eine geilere Herangehensweise. Macht ja keinen Sinn. Und wie gesagt, habe ich doch zu Leon gesagt, ey. Aber die leben halt auch von diesem Hate und von diesen Triggern und so, ne? Das ist ja auch ganz klar. Ich meine, so Marvin California und Cynic, die leben halt davon. Deswegen müssen die das irgendwo machen und das gefällt denen auch. Nur kann so eine Nummer halt auch ganz schnell mal nach hinten losgehen, so. Jetzt nicht auf mich bezogen, sondern allgemein einfach. Bro, gar kein Problem, ja? Du sagst, 2, 3 Sachen in dem Video waren für dich, ging für dich ein bisschen angriffstechnisch zu weit, ja, die hatten mit dir als YouTube-Person gar nichts mehr zu tun, habe ich gesagt, okay, ich nehme das offline, ja, du nimmst deine komische Ansage da auch offline und somit hat sich das geklärt, ja, wir waren dann nicht Best Bros, ich habe ihm auch weiterhin gesagt, was mir nicht gefällt an ihm oder so, er hat sich ja dann auch mit KuchenTV nochmal Also mir persönlich, jetzt im Chat hat er mir nichts mehr geschrieben, was ihm nicht gefällt. Auch ordentlich, das war wirklich Spaß. Genau. Da habe ich dann auch ordentlich Tim dann auch supportet und so weiter. Ja. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Das heißt jetzt nicht nur, wenn man einmal miteinander telefoniert hat, dass man sich ja hier ewige Treue und Loyalität geschworen hat, ja. Aber Nee, aber wenn du mir bei WhatsApp, bei Instagram schreibst, dass du gerne mit mir eine Friedenspfeife rauchen willst, weil du keinen Bock auf Stress mit mir hast, Digga, und dann im Internet wieder einen auf Trollen machst, Bruder, dann widerspricht sich das halt so ein bisschen für mich persönlich so. Weißt du? Also mit dem, was du im Internet machst, das führt nicht gerade zu einer Friedenspfeife so. Mäßig. Ich bin da auch kein Unmensch, weißt du, wenn mir jemand dein Video oder dein Content ging mir zu nahe und wie gesagt, ich will jetzt hier nicht Leon als das Weichei darstellen oder so. Er hat jetzt nicht gesagt, oh, ich hab geweint, wo ich dein Video gesehen habe oder klar. So. Aber er war auch nicht der Einzige, ja. Also es gab auch diverse Rapper schon, die schon gesagt haben, ey, yo, einige auch ganz vernünftig, weißt du. Man muss ja nicht immer gleich wie Leon Lovelock da wie so ein Irrer in seine Story gehen. Marvin California. Ja, okay, Bruder, aber so krass war es jetzt auch nicht. Also ich glaube, Manuel hat zum Beispiel bei dir viel krasser reagiert als ich, oder? Ja, ich habe deine Mutter nicht beleidigt. Ich habe nicht gesagt, ich suche deine Adresse oder irgendwas so. Ich war kurz emotional. Das, was das ist, eigentlich auch dämlich, ja, deswegen habe ich auch gesagt, lass uns da mal telefonieren, ja, also was soll das, ja, du machst dich hier komplett lächerlich, ja. Und er hat eigentlich eine gute Intention gehabt, wollte er mich schützen quasi. Dann haben wir uns halt so drauf geeinigt, okay, ja, er nimmt sein Video runter, ich nehme mein Video runter und jetzt sind wir eigentlich relativ neutral, ja, also wie gesagt, ich habe mit Chat anders lost wieder, lost it in, Bro, das ist der Lost-Lock-Chat, Bruder, du weißt, wie das läuft. Ich habe täglich Kontakt oder so, er hat mir vor 2, 3 Wochen hat er mir mal geschrieben, also ganz kurz nur, auch alles positiv und so weiter. Er macht sein Ding, wie gesagt. Was hat er denn geschrieben? Wollte einfach nur frohes Neues wünschen oder was?
Nee, er hat das Flair-Ding, glaube ich, gesehen, hat irgendwie so irgendwas gesagt, so geiler Talk oder sowas. Ja. Okay. Genau. Und das ist ja cool, weißt du, so, wenn er das ja, cool du fand. Du hörst ja trotzdem, wirst du ja nicht müde, ich meine. Das juckt mich aber nicht. Cynic wird jetzt sagen, du wirst ja nicht müde, ihn zu beleidigen oder ihn dich über ihn lächerlich zu machen, aber ich kann halt das unterscheiden, Dicker. Wenn ich irgendwas mir reinziehe und ich finde das geil, dann poste ich das, Bro. Ich habe auch in den letzten Tagen wieder Stories gepostet von Leuten. Bro, ich poste auch Leute, die offensichtlich gegen mich arbeiten, Digga. Ist mir scheißegal, weil ich muss ja real sein. Wenn ich mir deren Content reinziehe, deren Interviews gebe, dann muss ich das auch posten, Digga. So. Noch lange keinen Kontakt und auf einmal bin ich bei. Also ich muss nicht, aber ich mach's halt. Mel im Stream und dann bist du bei der Mel im Chat und dann so, ey, da hast du ja auch Neon Lovelock wieder ins Spiel gebracht. Daraufhin habe ich ja gesagt, ja. Wie gesagt, ich habe die Jungs halt geprägt, Bruder. Haben wir mit Flair telefoniert und das war auch schon vorbei. Da meinst du so, ey, Neon Lovelock, pipapo. Und ich meine so, ey, Marvin, für dich habe ich ein Leckerbissen. Anfang nächsten Jahres kommt jemand. Der wird erzählen, so. Und dann war er so, ja, okay, nice to hinman und pipapo. Das heißt, du bist ja immer noch, ach, übrigens, was ich ein bisschen. Ach krass, der hat das mit Nico schon geplant gehabt, glaube ich, ja. Und die haben sich dann schon richtig gefreut gehabt. Ich habe am Anfang des Jahres jemanden und dann wird er erzählen und Lovelock wird mal richtig auseinandergenommen, ne? Geil. Schade fand ist, dass du einfach. Reinsteige denn, man. Gar nicht erwähnt hast, wie die Connections zu Nico Nuevo irgendwie stattgefunden. Ja, Digga, okay, das war's dann, glaube ich, über Leon Lovelock, oder? Kommt da noch was? Wir haben uns das auf jeden Fall jetzt reingezogen. Und ja, Digga, was soll ich dazu sagen am Ende des Tages? Ich glaube halt, die Jungs, weiß nicht, dass es so eine mehr oder weniger so eine Hassliebe irgendwie ist, Digga. Ich persönlich muss sagen, als ich den Marvin California entdeckt habe, wo habe ich ihn denn das erste Mal entdeckt? Da war es erst so, dass ich mir gedacht habe, fühle ich nicht so. Aber ich finde seine Reactions mittlerweile echt gut. So, ich habe das Gefühl, dass er echt ist. Ich habe das Gefühl, dass er immer seine Meinung sagt in dem Moment, ein bisschen auch so Herz auf der Zunge mäßig und sich da nicht zurückhält. Deswegen finde ich cool, Digga. Bei Cynic habe ich, bei beiden war es eigentlich so, die habe ich am Anfang nicht gemocht. Irgendwann habe ich mir deren Sachen so lange reingezogen, dass ich irgendwann sogar teilweise eine Sympathie für die beiden Jungs am Start habe. So. Und das kann ich auch hier ganz normal sagen, auch wenn die mich hassen. Ja, wer weiß, vielleicht kann man mal irgendwann einen Talk machen. Das wäre wahrscheinlich auch spannend. So. Ihr könnt die Jungs mal immer nerven. Ich glaube, ich wäre ready für beide. So. Jetzt im ersten Moment, glaube ich, würde es mir mehr gefallen mit Marvin, so, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass Marvin noch ein bisschen Herz hat, oder? Dass es nicht komplett schwarz ist, so. ja. Bei Cynic habe ich das Gefühl, der ist lost, Bruder. Der ist so tief in seinem Hassfilm drin, Digga, den kann man nicht mehr aufbrechen, so. Aber auch den werde ich mir, glaube ich, auch noch geben, mal in einem Talk, wenn die Bock drauf haben, beide. Weil es für mich natürlich auch eine Herausforderung ist und für mich natürlich auch sehr gut ist, um mich selbst zu reflektieren, um die Sachen. Doch, die hassen mich, hat er ja auch gesagt, der Cynic. Also der Cynic hat gesagt, er hasst mich. In dem Video auch, wenn du nicht richtig zugehört hast. Auf jeden Fall wollte ich sagen, es ist für mich natürlich auch eine Challenge und es ist für mich auch gut, mich selbst zu reflektieren. Und es zeigt mir auch dann immer so, okay, wie krass schaffst du es, deine eigenen Emotionen zu kontrollieren? Fährst du nicht aus der Haut, während einer dir sogar vor deinen Augen sitzt und versucht, dich zu triggern, so? Weißt du, wie ich meine? Deswegen werde ich mir das auf jeden Fall geben in Zukunft. Und ja, Mann, Leute, Alter. Ich würde sagen, das war's auch mit dem Stream, weil ich muss jetzt noch ein Video schneiden und das hochladen für den Hauptkanal. Das Video kommt wahrscheinlich morgen auf dem Highlight-Kanal. Komplett. Ich küsse eure Herzen, Freunde. Bleibt so, wie ihr seid. Be unique. Dabei ist alles. Weil dabei ist alles. Check Be Unique Clothing. Du weißt schon, wie das läuft. Peace.